Es lag über Jahrzehnte hinweg in Milchkannen versteckt, das geheime Untergrundarchiv des jüdischen Historikers Emanuel Ringelblum. Nun wird ihm in Warschau eine Dauerausstellung gewidmet. Das Archiv beschreibt in 6000 Dokumenten den Alltag und das Leid der Menschen im Warschauer Ghetto. Es sind Tagebücher, Postkarten, niedergeschriebene Zeugenaussagen dieser Menschen. Ihre Authentizität, ihre Bedeutung, ihre Wahrheit sind eine Art lauter Aufschrei. Und wir wollen das in unser Bewusstsein holen, in das Bewusstsein Warschaus und Polens, sodass es Teil der Erinnerung der Menschheit wird. Das Warschauer Ghetto war ab 1940 das größte Sammellager für Juden im besetzten Europa. Allein fast 500.000 polnische Juden wurden dorthin verschleppt. Viele starben an Hunger oder wurden in Vernichtungslager deportiert. Ringelblum hatte zusammen mit mehr als 30 Mitarbeitern Dokumente gesammelt und sie im Boden vergraben. Nach Kriegsende bargen überlebende Mitarbeiter das geheime Archiv.